Jetzt kommt die Teilt-Relation. Das, was uns jetzt einige Zeit lang beschäftigen wird, im Zusammenhang mit Primzahlen, Primfaktorzerlegung, größter gemeinsamer Teiler, etc. pp. Wir beschäftigen uns mit Teilbarkeit. Ich verstehe ja, dass Sie aufgrund dieser neuen Erkenntnisse total aufgebracht sind. So, aufgepasst. Ich habe ja gesagt, es geht hier um die natürlichen Zahlen. Jetzt macht man aber üblicherweise Folgendes: Man definiert Teilbarkeit auf den ganzen Zahlen. Was letztendlich wurscht ist, weil man könnte es auch auf die natürlichen Zahlen einschränken, anschließend. Aber wir machen es einfach mal so, wie man es normalerweise macht. Teilbarkeit wird auf den ganzen Zahlen definiert, das heißt, die negativen sind auch mit dabei. Ja? Seien A, B, Element Z. So, ganze Zahlen. Minus 6, minus 5, minus 4, minus 3 und so weiter. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Sein A, B, Z, A und B Element Z. A heißt Teiler von B. Heißt Teiler von B. Genau dann, wenn. Ein Q aus Z existiert, so dass A mal Q gleich B. A ist Teiler von B. Oder A teilt B genau dann, wenn ein Q aus Z existiert, sodass A mal Q gleich B ist. Beispiel. Oder erstmal, was schreibt man dann? Man schreibt A teilt B. So. A ist Teiler von B, A teilt B. Formal aufgeschrieben, für alle A, B aus Z gilt A teilt B, genau dann, wenn es existiert ein Q aus Z mit A mal Q gleich B. Das ist schon super, oder? Also, Sie sind mittlerweile, vermute ich mal, schwer in der Lage, das hier zu lesen. Ja? Wir haben jetzt 5 Wochen oder so, 6 Wochen hier Vorlesung und, ja, ist doch schön, sowas Formales dahin zu schreiben. Da diesen Wortquatsch da oben, ja. Braucht man immer so ewig, bis man das hingeschrieben hat. Zack, eine Zeile, das heißt Teilbarkeit, fertig. Und das ist bombenfest, ja, da kann man nicht rütteln oder hier, was bedeutet es da oben, wenn, genau dann, wenn und so. Nein, hier Definition, fertig. Okay, Beispiel. Teilt 2 die 3, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ja. Teilt 2 die 6? Ja, weil es existiert ein Q, sodass 2 mal Q gleich 6 ist, nämlich Q gleich 3. Teilt die minus 2 die 6? Ja,
Ja, denn es existiert ein Q, so dass minus 2 mal Q gleich 6 ist, nämlich die minus 3. Und so weiter und so weiter. Total lustig, oder? Ja. Die teilt die 0 die 6? Nein. Weil kein Q existiert, sodass 0 mal Q gleich 6 ist. Sehr gut. Die 0 teilt keine Zahl. Aber jede Zahl teilt die 0. 3 teilt 0, denn 3 mal 0 gleich 0. So. Und jetzt können wir allerhand beweisen hier mit der Teiltrelation. Guck mal schnell einen Blick auf die Zeit. Dann müssen Sie es leider in der Übung machen. Ja, Sie müssen ohnehin unendlich viel beweisen in der Übung. Jetzt hätte ich halt ein Beispiel gemacht, aber das kriegen Sie auch so hin. Soll ich noch kurz eins machen? Hey, super. Ich sage, hey, hätte ich Sie gefragt, wollen wir noch ein bisschen überziehen, noch 10 Minuten länger machen? Nein. Aber ich würde Ihnen ein Beispiel geben. Ja, bitte, bitte, bitte. Also ich mache ein ganz schnelles Beispiel. Ich will zeigen, für alle a aus z gilt a teilt a. Ich will für alle a zeigen, dass a sich selbst teilt. Was mache ich? Einen direkten Beweis. Sei a fest aber beliebig. Dann gilt a mal 1 gleich a. Also existiert ein Q mit a mal Q gleich a, nämlich Q gleich 1. Also gilt a teilt a. Wollen wir noch einen machen schnell? Ja, das ist ein bisschen. Ja, aber. Vorher wussten wir es noch nicht. Ja. Reicht. Ja? Bitte? Ja, ich meine, Sie mussten doch nur ein Q finden, sodass a mal Q gleich a ist. Wir haben eins gefunden, nämlich die 1. Ja, weil a fest aber beliebig war. Okay, ja, also bis nächste Woche. Achso, stopp, noch ein Hinweis. Soll ich das auch nochmal machen? Ja gut, also erstmal der Hinweis, lesen Sie bitte im Buch Kapitel 1. Ja? Kapitel 1, Vorsicht, es gibt Kapitel 0, nicht das lesen, das machen wir ein andermal. Kapitel 1 geht um Teilbarkeit. So, und Herr Ströbig, darf ich wieder? Ah, super. Okay, also, falls Sie die alten Videos noch nicht gesehen haben, sollten Sie sich anschauen, die Videos der letzten Woche und die Videos der vorletzten Woche, außerdem den Channel abonnieren. Okay, danke.